vielleicht, wenn du Betroffener bist oder Betroffene bist, hast du das schon mal selber erlebt und das hat für dich gravierende Folgen gehabt. Ich spreche davon, dass einer meiner Klienten einen schweren Unfall gehabt hat als Fahrradfahrer. Das war Ende 2020 und wir haben uns leider erst später kennengelernt. Der Mann hat sich eine schwere Verletzung einer Schulter und eines Oberarms zugezogen und wir konnten durch eine Reha-Planung, eine weitere Operation und Rehabilitationsmaßnahmen das so hinbekommen, dass dieser Mensch wieder in seinem alten Arbeitsplatz in der Industrie möglicherweise eingesetzt werden konnte. Dann gab es entsprechend im Reha-Plan eine Arbeits- und Belastungserprobung und die ging leider schief, weil der Arbeitgeber sich nicht an die Vorgaben aus der Reha und vom Arzt gehalten hat und es kam zu einer Überlastung. Aber es war gar nicht schlimm, weil es gab ein betriebliches Eingliederungsmanagement und wir haben dann gemeinsam mit dem Arbeitgeber und einem Vertreter des Reha-Zentrums die ganze Sache durchgeplant, einen neuen Arbeitsplatz gefunden und dieser Arbeitsplatz sollte begutachtet werden und es war geplant, dass Mitte diesen Jahres unser Klient wieder ins Arbeitsleben vollschichtig zurückkehren kann. Und das wäre auch ein realistisches Ziel gewesen. Wäre da nicht noch was dazwischen gekommen, nämlich ein Bandscheibenvorfall? Ja, der Bandscheibenvorfall hat nun leider nichts mit dem Unfall zu tun und der Bandscheibenvorfall war so schwer, dass er sogar operiert werden musste. Und ich hatte den Klienten bei vielen Dingen auch unterstützt, unter anderem GdB-Antrag und so weiter, aber auch jetzt beim Bandscheibenvorfall haben wir zusammen den Reha-Antrag beim Rentenversicherungsträger gestellt, der übrigens nach 8 Wochen immer noch nicht genehmigt ist, aber das nur so am Rande. Gestern, und das war mir ein großes Anliegen, haben wir dann ein Gespräch geführt beim Anwalt, also Unfallopferanwalt und ich. Und es ging uns einfach darum, einfach mal auch die rechtliche Situation zu klären. Denn es gibt, wenn eine unfallunabhängige Erkrankung hinzutritt, gibt es nämlich ein Problem. Das nennt man überholende Kausalität. Ich werde das in den Shownotes verlinken, da könnt ihr nachlesen, was das genau ist. Das Problem ist nämlich, wenn zu den Unfallfolgen eine unfallunabhängige Erkrankung hinzuzieht oder hinzukommt und diese praktisch das Heft übernimmt, also praktisch so groß ist, dass die Unfallfolgen in zurücktreten und sich eine ganz neue Situation ergibt, dann endet A, das Reha-Management und B, der Haftpflichtversicherer tut wegen dieser überholenden Kausalität seine Leistungen überdenken, einstellen oder wie auch immer. Das ist eine schadensersatzrechtliche Frage. Die haben wir gestern dann besprochen. Der Anwalt hat das Unfallopfer informiert und beraten, wie man vorgehen kann. Und es ist leider so, das Reha-Management muss an dieser Stelle enden, bis auf der schadensrechtlichen Ebene, sprich die Frage der überholenden Kausalität und was es noch an Leistungen zu bringen im Bereich Reha und so weiter geklärt ist. Das ist total blöde, muss man wirklich so sagen, für das Unfallopfer, denn neben der Frage Schadensersatzleistung, was es da alles so geben mag, ist es natürlich auch ein erheblicher finanzieller Einschnitt, denn damit verbunden ist, 2 Unfallfolgen, noch mehrere Erkrankungen dazu bedeuten, dass die Erwerbsprognose, das ist wichtig für den Rentenversicherungsträger, mehr als fraglich ist und dass die mittlerweile beteiligte Agentur für Arbeit natürlich sagt, wenn derjenige vielleicht gar nicht mehr auf den Arbeitsmarkt zurückkommen kann, dann wollen wir auch kein Arbeitslosengeld 1 mehr bezahlen. Genau das ist das Problem. Für das Unfallopfer bedeutet das richtig, Zukunftsängste, wie geht's weiter? Und das muss jetzt auf der Ebene Sozialversicherungsträger und auch Beratung durch den Anwalt geklärt werden. Wir dürfen ja keine Rechtsberatung machen. Nur eins ist schon mal klar, nach dem heutigen Stand ist das Unfallopfer echt betroffen, weil es wird wahrscheinlich auf eine Erwerbsminderungsrente hinauslaufen. Ja, das ist ein Beispiel, wie andere Dinge, so ein Reha-Management, aber auch Leistungen und auch finanzielle Sicherheit stören können. Das ist wirklich Schicksal, wenn sowas dazukommt. Ich hoffe, dass ich euch so einen kleinen Hinweis geben könnte, worauf ihr auch achten könntet, weil das ist zum Beispiel auch wichtig bei Abfindungen. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, ich will mich nicht abfinden lassen, ist das ja vollkommen in Ordnung. Da haben wir auch schon eine Podcast-Sendung mit Rechtsanwalt Moritz Kerkmann gemacht. Da könnt ihr nochmal bei uns nachgucken. Ich werde es auch
nochmal verlinken in den Shownotes. Aber es ist halt auch so, dass ja, wer sich nicht abfinden lässt, vielleicht auch dieses Risiko mit berücksichtigen kann, dass wenn mal was dazukommt, was praktisch die Unfallfolgen ablöst, dass das dann sich auch negativ auswirken kann. Und da sprecht mit eurer Anwältin und Anwalt drüber, wenn ihr gerade in so einem Entscheidungsprozess seid. Das war es jetzt erstmal von mir und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt vor allem gesund. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.